Servus YouTube, hier ist der Casino und herzlich willkommen heute nochmal ein Live-Spiel von Ultimate Team. Das wird jetzt Spiel Nummer 6 sein. Ich gucke erstmal auf den Tauschstapel, wen wir da verkauft haben. Asaidi, Johnson und Burini. Passt. Und jetzt wollen wir uns noch einen Spieler kaufen. Einen Stürmer in der 4-2-3-1, oder? Bei 4-3-2-1 Variante. Ein Gold aus der Liga BBV. Es wird Kakao. Oh, kaufen wir jetzt einfach mal. Hab ich nicht. Haben. Schade, hab ich nicht. Ich will natürlich. Oh, kaufen wir jetzt einfach Messi. Ach, schade, haben wir leider auch nicht. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Ich will ihn einfach eigentlich so suchen, aber. Ja, komm, ich such den einfach so. Ich will mir gerade mal Fakao kaufen. Natürlich nimmt er natürlich den mit den meisten Verträgen. 30 Verträge, 95 Fitness. Ja, ist okay. Kauf uns jetzt erstmal. 6 Minuten geht ja. Das sind 4000. Die man so macht. Na egal, komm. Wir kaufen jetzt einfach 34.000. Ist mir egal. Ich habe nur 20.000 Münzen. Habe jetzt auch ein mexikanisches Team gemacht. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich habe eben noch Fernando Torres geholt für mein England-Team. Dann hier mein mexikanisches Team. Fehlt nur die Auswechselspieler, also nicht wundern, das ist noch nicht fertig. Eigentlich ein richtig starkes Team, das hier. Dann das MLS-Team. Kurz. Natürlich, wo ist es? Spanien. Mein berühmtes Spanien-Team, mit dem ich schon viel erlebt habe. Ah, meine Mutter kam gerade zum Also. Ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe. Ah, tun wir denn dafür raus. Steht mit dem Rechtsverteidiger. Und tun auf Kakao. Und nicht kann einfach anreihen. Weil er noch nicht 100% Fitness hat. Oder keiner, oder? Nee. Dann machen wir einfach Rotas mit anwenden. Machen wir die ganze Mannschaft mit Fitness. Okay. So. Ich will jetzt immer noch Meister werden. Was schaffen wir jetzt nur, wenn ich einen Sieg hole, hat noch 5 Spiele. Ich will jetzt auf jeden Fall gewinnen. In dieser Mannschaft natürlich möglich. Und wir suchen jetzt nochmal einen Gegner. Wir spielen die Hull und FC. Er will ein Premier League Team machen. Naja. Oder sowas ähnliches. Ich glaube, er hat sich einfach nur Spieler gekauft, die mir gefallen oder gezogen hat oder sonst irgendwie. Aus dem scheint nichts so berauschend zu sein. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Und jetzt startet der Kollege durch. Klasse gelöst von Monsieur.
Prima aufgepasst und locker den Ball erobert. Findet seinen Mitspieler. Da freut sich der Trainer. Und Achtung, genau hingeschaut. Als Null. Ja, super gespielt. Ivan Rakitic. Also das Team ist richtig nice, das gefällt mir immer noch. Auch im zweiten Anlauf will ich unbedingt mit diesem Team spielen, da es übertrieben geil ist. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, dann könnte es sein, dass ihr meinen Monitor hört, weil ich den noch anhatte. Aus von der Lautstärke her, muss ich halt mal ändern. Gut abgefangen. Ja, so kann es weitergehen. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Ein wunderschönes Zuspiel. Ja, schön, Freistoß geholt. Jetzt kommt Ivan Rakitic. Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Aha. Und der Freistoß wird jetzt kommen. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Jetzt greift er ihn an. Chance zum Konter, was vorbei der Konter, was willst du machen? Na, die Lungen fehlt besser. Und schon wieder eine Grätsche. Und Ivan Rakitic, jetzt könnte es gefährlich werden. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Und Ivan Rakitic. So sieht ein Pass aus. Und die Situation ist bereinigt. Jetzt schnell spielen, jetzt steil. Das lief ja ganz läuft gerade nicht so gut schon. Vorbei. Ah. Und die Fehlpässe die ganze Zeit. Als hätte er es geahnt. Und Ivan Rakitic. Sicher in der Ballbehandlung. Jetzt müsste er angespielt werden. Ah, okay. Sofort abgezogen und... Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Der ist drin, komm. Jawohl. Ha, ich hab's vorausgesagt. So, Etta. Ich kann das jetzt nicht so drei Stunden lang wie die spanischen Kommentatoren oder auch diese arabischen da. Aber besser kann man das nicht machen. Die Ecke genau dahin, wo sie hin muss und der Abschluss überragend. Ein super Tor. Er grätscht hinein. Und jetzt ist er durch. Susa Etta! Er zappelt im Netz. Der 3-0. Das Frank nennt man wohl ein. Ja, mit diesem Team bin ich bis jetzt. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich kein Spiel verloren. Wie kann er. Oh, Bananen. Na, okay. Steck mal. Ah, er macht weiter. Er macht weiter. Jawohl. Ich will mich schon gerade schon verabschieden hier. Hat gerade so Spaß gegen den. Und der kommt genau. Na komm, ich will jetzt nicht, dass er rausgeht. Sie helfen ihm. Und da grätscht der Gegner hinein. Einwurf. Von Foul. Jelavic. Mata. Es sieht so aus, als würde die Heimmannschaft wieder die Abseitsfalle praktizieren. Und das ist eine heikle Sache. Wenn die nicht zuschnappt, dann wird's teuer. Also noch 30 Minuten 13-0. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ich mal, kann man das so lassen? Dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Ah, super. Komm, immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss frei. Manchmal finde ich, dass die Schiedsrichter einfach irgendeine Scheiße pfeifen. Weil sie, er läuft gegen mich. Entscheidet auf Abseits. Ich fall hin. Er fällt hin, aber es gibt Freistoß natürlich für ihn, weil er gegen mich läuft. Aber was soll man da machen? Die Schiedsrichter waren dann. FIFA finde ich schon nie wirklich gut.
Sehr schön, wie er sich freiläuft. Und das macht er richtig gut. Die Abwehr steht goldrichtig. Meine Güte, ist er schnell. Ja, und das ist eben schwierig zu verteidigen, weil der abgeht wie eine Rakete. Und Ivan Rakitic. Ein sehr schöner Pass. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Das sieht gut aus. Okay. Ja. Ich, ich könnte eigentlich, wenn ich will, ja, wirklich richtig schnelle Kombination versuchen und dann versuchen, das 4-0 machen. 4-0 zu machen, aber ich, wenn überhaupt, erst in der zweiten Halbzeit. Weil sonst geht er raus, denke ich mal. Da freut sich der Trainer. Hab ich keinen Bock drauf, den Meistertitel so zu bekommen, wenn er nur das weiter rausgegangen ist. Jelavic. Er versucht den Ball abzugrätschen. Carlos Vela geht ganz allein. Ja, so kann es weitergehen. Das war eine Glanzparade. Hätte ich reinmachen können. Aber naja, ich will. Ich will ja wirklich nichts rausschießen. Ein wunderschönes Zuspiel. Jetzt ist er ganz frei durch. Wollte das 3-1 machen, mach mal schon direkt das 4-1. Hier kann gar nichts. Ich denke, er hat gerade mal angefangen mit FIFA. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ach, da ist Marc Barrett. Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Mit der gelben Karte. So sieht ein Pass aus. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Sicher in der Ballbehandlung. Oh, Christian Teller. Okay, es hat Zeit. Er hat sich zur Pause schon drei gefangen, hat, der hat ein Problem. 3-0, der Ton leiser machen. Es könnte schon sein, dass die zweite Halbzeit ein ziemlicher Langweiler wird. So, jetzt muss es eigentlich stimmen. Droht hier. Das ist zu deutlich. Ja. Okay. So. Wir bringen jetzt mal hier ein paar Spieler rein. Ganz offensiver. Krieg jetzt mal eine Pause. Steht in Kürze ein Wechsel an. Ich hoffe mal auf den Doppelpack von Falcao. Und jetzt wirft er hier alles in die Waagschale. Alles oder nichts. Drei frische Spieler auf einen Streich. Und weiter geht's hier in Anfield. Ganz sicher hat er das gemacht. Pereira. Ah, wird direkt wieder umgehauen. Javi Lopez. Oh, Javi Lopez. Oh. Das war Muniain. Schaffen Anspielstationen. Falcao. Gemacht. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Schade. Klare Sache. Einwurf. Matter. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ja, da hat er sich exzellent durchgesetzt. Na, aber der Pass war nicht gut. Jelavic. Patrick Ebert. Entweder wechselt er jetzt aus oder er verlässt die Partie. Ja, er hat die Partie verlassen. Okay, sehr überzeugt.
Da würde ich mal sagen, wir haben den Meistertitel. Ach, schon wieder ein. Gewinne einen Pokal im Fußballbewerb. Also, ja, okay, 2 hier für 40, okay. Da würde ich mal sagen, wir haben um 477 Mützen bekommen. Haben den Titel gewonnen. Mit 4 Siegen, 1 Unentschieden und einer Niederlage. Da würde ich mal sagen, ab nächste Woche kommt Liga Nummer 4. Bis dahin erstmal, ciao, euer Kasin.